Queridos papás y mamás, liebe Papas und Mamas der Erstkommunionkinder. Heute beginnen wir mit 5 Folgen des Katu-Quiz, die euch Eltern gewidmet sind. Am Anfang möchte ich mich für 2 Sachen entschuldigen. Erstens möchte ich eure Kinder um Vergebung bitten, denn ich habe nun 33 Tage lang das Katu-Quiz mit ihnen gemacht. Und jetzt müssen sie plötzlich feststellen, dass ich nun 5 Tage nicht mehr mit ihnen sprechen werde, sondern mit ihren Eltern. Ich hoffe, sie werden es mir verzeihen und mit der Zeit verstehen, warum es mir wichtig war, auch mit den Eltern über die Erstkommunion ihrer Kinder zu sprechen. Und euch Eltern möchte ich um Vergebung bitten, weil ich bei euch nicht so viele Späße machen werde wie bei den Kindern. Ich muss zugeben, dass ich gerne den Clown spiele. Ich blödel gerne rum. Deswegen habt ihr mich in den bisherigen Folgen des Katu-Quiz verkleidet gesehen. Und mit lustigen Emojis. Blödeleien fallen mir leicht. Ich muss mich nicht anstrengen, den Clown zu spielen. 3-mal dürft ihr raten, woran das liegt. Mit euch werde ich ein bisschen ernsthafter sprechen. Die ein oder andere Blödelei wird sich trotzdem ergeben, weil es unvermeidbar ist. Ich werde also versuchen, ernst mit euch zu sprechen, aus Respekt. Und weil ich denke, dass wir uns so viel besser verstehen werden. Bevor ich beginne, muss ich euch warnen. Besonnenheit ist nicht gerade meine Stärke. Wer mich kennt, weiß vielmehr, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich bin verrückt, verwegen, wagemutig. Ich glaube, es ist ganz schön gewagt von mir, euch belehren zu wollen, aber ich werde es versuchen. Warum? Nicht, weil ich klüger wäre als ihr. Das bin ich nicht. Nicht, weil ich mehr wüsste als ihr. Ich bin kein Intellektueller, kein Gelehrter und habe auch kein Theologiestudium. Nein. Und auch nicht, weil ich besser wäre als ihr. Wenn ihr einen Nachmittag mit mir verbringen würdet, würdet ihr sehen, dass ich das alles nicht bin. Und wenn ich den Versuch wage, euch hier etwas weiterzugeben, tue ich das erstens, weil ich Jesus von ganzem Herzen liebe. Ich liebe ihn wirklich. Zweitens glaube ich felsenfest an sein Wort, das wir durch das Evangelium kennenlernen können. Ich glaube an das, was Jesus sagt. Drittens glaube ich, dass Gott nicht nur existiert, sondern dass er lebt und wirkt. Er beobachtet unser Leben nicht als Zuschauer, sondern ist jederzeit bereit, für jeden Einzelnen von uns da zu sein. Wenn du das einmal erlebt hast, dann kostet es dich mehr Anstrengung, diese wichtige Nachricht für dich zu behalten, als sie weiterzugeben. Alles, was ich euch sagen möchte, ist, dass wir einen Gott haben, der uns dienen möchte. Und das sollten wir uns wirklich nicht entgehen lassen. Der Wert der Worte Jesu besteht nicht darin, dass sie schön sind, obwohl sie es sind. Auch nicht darin, dass es interessante Worte sind, obwohl sie es sind. Ich wage sogar zu behaupten, auch nicht darin, dass sie wahr sind, obwohl sie es sind. Ihr größter Wert liegt darin, dass sie eine Wirkung haben. Das ist rein mit dem Verstand nicht zu erklären und auch mit guten Argumenten nicht beweisbar. Sondern jeder von uns muss das in seinem eigenen Leben erfahren. Das löst eine positive Revolution im Leben von jedem Einzelnen aus. Es geht dabei nicht um eine Lebenshilfe für besondere Menschen, die eine besondere Erziehung genossen haben oder besondere Bedingungen gesellschaftlicher, finanzieller, körperlicher oder intellektueller Art erfüllen. Nein. Es handelt sich um eine Lehre, die für jeden zugänglich ist. Wir haben einen Gott, der für alle da ist. Und Gott zwingt uns zu nichts. Für viele Menschen ist das eine Überraschung, denn möglicherweise haben sie von Kindheit an die Vorstellung, dass Gott ein Diktator ist. Wir haben den Eindruck, dass er ernst und zornig ist, ständig mit dem Finger auf uns zeigt und sagt, tu dies nicht, tu das nicht, du musst das machen und das. Der Gott in unserem Kopf ist unsympathisch. Aber der Gott, von dem uns Jesus Christus erzählt, ist Liebe. Er ist die Liebe.
Er liebt nicht nur sehr, sondern sein tiefstes Wesen ist die Liebe. Wir haben einen Gott, der sich selbst hingibt, der sich selbst ganz verschenkt. Und zwar an jeden, der ihn annehmen möchte. Jesus hat uns gezeigt, dass Gott ein Vater ist. Mehr noch, er ist unser Papa. Papa, so nennt Jesus Gott Vater. Er nennt ihn nicht das Alpha und Omega und auch nicht den Herrn der Heerscharen oder die ewige Energie. Er nennt ihn Papa. Und er zeigt uns, dass auch wir ganz ungezwungen und voller Vertrauen zu ihm kommen dürfen. Er hat uns gezeigt, dass das Herz von Gott Vater, das, was sein Wesen ausmacht, die Sanftmut, die Barmherzigkeit, die Liebe und die Zärtlichkeit sind. Er hat uns einen Gott gezeigt, der uns tröstet und stärkt und uns mit Kraft, Frieden und Freude erfüllt. Durch Jesus haben wir auch entdeckt und gelernt, dass Gott ein Retter ist. Aber wen rettet er eigentlich? Uns. Er blieb nicht im Himmel, um die bedauernswerte Situation zu beobachten, in die wir Menschen uns durch unsere Sünden gebracht haben. Er blieb nicht dort oben und sah uns zu und verurteilte uns, sondern er kam auf die Erde, um uns zu dienen und uns von den Folgen unserer Sünden zu erlösen. Das muss doch gefeiert werden. Wie nicht feiern, dass wir einen Gott haben, der uns so sehr liebt? Wie ihn aus unserem Leben ausschließen? Unfassbar, was wir da versäumen würden. Bei Glaube, Religion und Kirche geht es nicht darum, eine endlose Liste von langweiligen und nervigen Gesetzen zu erfüllen, die uns das Leben schwer machen. Es geht darum, Gott unseren Dank zu zeigen für all die vielen Geschenke, die er uns jeden Tag macht. Und dementsprechend zu leben, also zu versuchen, den Willen Gottes zu erfüllen. Den Willen Gottes müssen wir uns nicht erst aus den Fingern saugen, denn wir kennen ihn dank Jesus ganz genau. Weil heute die erste Folge vom Kathoquiz für Eltern ist, werde ich euch eine sehr leichte und schöne Aufgabe geben, die schnell zu erledigen ist. Erstens, sprecht mit euren Kindern. Sie sollen euch das vom geheimen Zimmer erklären. Ihr findet es in der dritten Kathoquiz-Folge. Und dann möchte ich euch ein Gebet mitgeben, das nur aus einem Wort besteht. Und ich lade euch ein, es zu beten. Dieses Gebet geht so. Papa, das war's. Wenn ihr es ein bisschen erweitern wollt, natürlich gerne. Ihr könnt sagen, Papa, ich kenne dich nicht. Papa, ich glaube nicht, dass es dich gibt. Papa, ich glaube, ich rede gerade mit mir selbst. Aber für alle Fälle, falls du mich hörst, Papa, und du mich so liebst, wie es heißt, dann zeige dich in meinem Leben. Hilf mir. Ich lege die Hand dafür ins Feuer, dass dieses Gebet nicht nur gehört, sondern auch erhört wird. Und ihr werdet sehr bald bemerken, dass Gott nicht schwerhörig ist, sondern dass er uns zuhört, sich um uns kümmert und uns antwortet voller Liebe. Bis morgen. Alle bisherigen Folgen des Kathoquiz könnt ihr in dieser Wiedergabeliste ansehen. Unseren Kanal könnt ihr abonnieren, wenn ihr hier klickt. Und wenn ihr diesen Link eingebt, könnt ihr Teil unserer Familie werden. So unterstützt ihr unsere Mission und wir können noch viele weitere Folgen produzieren.